Im heutigen Markeflüster geht es um Mythos und Realität an den Aktienmärkten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben im Wesentlichen ja drei Grundannahmen, drei Narrative, die Aktienmärkte vor allem in den USA auf neue Allzeithochs gebracht haben. Das erste ist, wir haben einen Fed-Put. Der wird uns immer und überall retten. Deswegen kann keine wirklich scharfe Korrektur an den Aktienmärkten erfolgen. Das zweite Narrativ ist, wir werden keine Eskalation des Handelskriegs sehen, weil Donald Trump am 15. Dezember die Zölle, die neuen Strafzölle gegen China nicht einführen wird. Das ist das zweite Narrativ. Und das dritte Narrativ ist, wir werden eine konjunkturelle Erholung sehen, sodass alles besser wird, dann auch die Unternehmenszahlen besser werden, nachdem wir ja in den USA eine Earnings Recession haben mit drei Quartalen rückläufiger Unternehmensgewinne in den USA. Auch in Europa ist die Lage da nicht viel besser, gleichwohl eben die Aktienkurse auf neuen Allzeithochs, eben weil zumindest in den USA, in Deutschland und Europa ja tendenziell nicht, aber es ist eben oder sind eben diese drei Narrative, die dafür gesorgt haben, dass wir da stehen, wo wir stehen. Aber es dürften bald Entscheidungen fallen. Klar, 15. Dezember, das ist die Nacht von Samstag auf Sonntag in der nächsten Woche. Da würden dann die Strafzölle eintreten, wenn nichts dazwischen kommt. Wir werden nächste Woche eine FED-Sitzung haben. Da wird es zwar wahrscheinlich keine Zinsänderung geben, aber vielleicht Aussagen in Sachen FED-Put. Das könnte doch überraschenderweise interessant werden. Und wir haben heute zum Beispiel wieder Daten gesehen zur Konjunktur. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wir starten mal mit Daten aus den USA. Da haben wir die Handelsbilanz gesehen. Das Handelsbilanzdefizit der USA ist etwas geringer geworden. Es liegt aber daran, dass die Importe noch stärker fallen als die Exporte. Aber beide fallen. Wir sehen hier die Exporte der USA rückläufig jetzt seit einigen Monaten. Wir sehen hier einen starken Fall der Importe in die USA. Da sehen wir also, dass eine Wirtschaft wahrscheinlich nicht so toll dasteht, wenn sowohl Importe als auch Exporte jetzt seit einigen Monaten tendenziell zurückgehen. Zumindest ist das die Lesart von Ökonomen, dass Wirtschaftswachstum normalerweise mit ansteigenden Export- und Importvolumina funktioniert. Wir haben dann auch die ISM-Indizes gesehen, hier Manufacturing und Non-Manufacturing aus den USA. Und auch hier sehen wir, das stützt bisher nicht die These einer konjunkturellen Erholung. Im Gegenteil, wir hatten ja gestern auch die ADP-Arbeitsmarktdaten relativ schwach. Morgen kommen die großen US-Arbeitsmarktdaten. Das wird wichtig. Da wird dieses Narrativ Konjunkturerholung nochmal direkt auf den Prüfstand gestellt. Die ADP-Arbeitsmarktdaten waren schlecht. Vielleicht überraschen die großen Arbeitsmarktdaten dann positiv, ist möglich. Aber wir haben eben zum Beispiel bei den ISM-Daten doch relativ schwache Beschäftigungskomponenten gesehen. Wir haben dann aus Deutschland Zahlen gesehen, Industrieaufträge schwächer als erwartet, minus 0,4%. War eigentlich ein Anstieg erwartet und wir sehen, wir sind jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Anfang 2018 mit deutlichen Minuszahlen hier gesegnet, über minus 5% jetzt der Rückgang zum Vorjahresmonat bei den jetzt reingekommenen Zahlen aus dem Oktober. Das ist das eine und wir haben dann eben auch die Einzelhandelsumsätze gesehen aus Deutschland rückläufig ebenfalls. Da gibt es also momentan kein Konsumwunder, es waren auch Zahlen aus dem Oktober, aber wir sehen das auch aus der Eurozone hier, die Daten rückläufig sind, sowie aus den EU-28 Staaten. Das ist erstmal nur ein Knicks in einem Aufwärtstrend, gar keine Frage. Wir sehen halt, dass es hier 100 ist, sozusagen die Nullerlinie, wenn man so will. Da ging es dann ab Anfang 2016 nach oben mit dem Konsum, mit dem Einzelhandelsumsatz. Noch ist das keine Trendwende, aber vielleicht ein kleines Warnsignal, dass die Konsumbäume auch nicht in den Himmel wachsen. Das ist also das Narrativ Konjunktur. Dann haben wir das zweite Hoffnungsnarrativ Handelskrieg. Wir hatten ja gestern diese Jubelmeldung, Deal steht unmittelbar bevor, die 733.000. Variante. Heute zum Beispiel ist ein bisschen Gegenrealität eingetroffen, Mythos und Realität. Die Realität sieht so aus, dass die Chinesen jetzt Einschränkungen für amerikanische Diplomaten verfügt haben. Genau das hatten die Amerikaner ja gegen chinesische Diplomaten auch verfügt vor einigen Wochen. Die amerikanischen Diplomaten in China müssen jetzt 5 Tage, bevor sie irgendwelche Besuche machen bei Lokalverwaltungen, bei Bildungsinstitutionen, Forschungsinstitutionen, müssen sie das dem chinesischen Außenministerium melden.
Sieht für mich nicht so aus, als würde man sich jetzt liebreizend um den Arm fallen und morgen schon den Phase-1-Deal eingetütet haben. Und es kommt jetzt eben alles drauf an. Das ist die Gretchenfrage. Werden die Zölle kommen oder werden sie nicht kommen? Wird vielleicht kein Deal vor dem 15. Dezember kommen? Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Eine Möglichkeit ist, dass Donald Trump sagt, ja, die Gespräche laufen super, aber wir haben es halt noch nicht geschafft bis zum 15. Dann verschieben wir die Zölle erstmal vielleicht auf den 15. Januar oder auf den 1. Februar, damit er immer schön ein Druckmittel, ein Drohpotenzial in der Hand hat. Und das dritte Narrativ, das ich Ihnen noch berichten wollte, das ist natürlich der Fed-Put, nachdem die Notenbank in den USA ja Milliarden, dreistellige Milliardenbeträge vor allem in den Repo-Markt gepumpt hat, Treasury Bills kauft, kurzlaufende Staatsanleihen. Aber die Frage, die hier gestellt wird in einem Artikel einer großen amerikanischen Nachrichtenagentur, deren Chef jetzt als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geht, stellt die Frage, was ist eigentlich, wenn dieser Liquiditätsspender mal sagt, nö, ist jetzt nicht mehr, was passiert dann? Eins ist klar, die Märkte sind gestiegen wegen dieser Liquidität. Ich glaube, das ist relativ unbestritten. Die Frage ist, wird die Fed ewig diese Liquidität bereitstellen können? Normalerweise ist das ja kein Dauerzustand, wie auch das QI 1, 2 und 3 kein Dauerzustand war, sondern irgendwann zurückgefahren wurde. Jetzt haben wir QI 4, was aber nicht QI 4 heißen darf. Vielleicht ist das ja das ewige QI 4, weil es ohne die Notenbanken nicht mehr geht. Schauen wir in die Charts, meine Damen und Herren. Und diese Charts sind, Sie werden überrascht sein, wenn ich Ihnen jetzt sage, von Capital.com. Wir sehen hier, dass wir ein bisschen Euphorie hatten, Handelsdeal-Optimismus ohne neue Meldungen. Die Realität haben wir vorhin gesehen, die ist eigentlich nicht so rosig. Sei es drum, wir sind nach oben gegangen, jetzt etwas Ernüchterung. Vielleicht auch, weil jetzt eben dieses Impeachment-Verfahren gegen Trump offiziell kommen wird. Das hat Nancy Pelosi angekündigt. Klar, es gibt eine große Hürde, das ist das ist der US-Senat. Die ganze Geschichte könnte nächsten Donnerstag schon losgehen mit Anhörungen. Also das ist vielleicht ein Motiv, dass der Wall Street nicht so schmeckt, auch wenn man seitens der Wall Street Banker glaubt, dass da eigentlich wenig Risiko ist, dass Trump abgesetzt wird. Das ist der S&P 500, ähnliches Bild beim Nasdaq 8286, der Dow Jones. Auch unter Druck 27.610, respektive nicht so hoch, wie er heute schon gewesen ist. Boeing möglicherweise ist ein Schwergewicht im Dow mit neuen Schwierigkeiten, wird wahrscheinlich länger dauern, bis da mal irgendwann, wenn überhaupt, eine 737 Max wieder abheben wird. Wir sehen den DAX 13.064, waren schon, naja gut, 100 Pünktchen höher heute Morgen. Handelsdeal-Optimismus, man kann und darf es nicht oft genug sagen. Wir sehen, dass der Euro wieder über die 1,11er Marke geklettert ist. Wir haben Gold, das sich jetzt ein bisschen ausruht im Bereich 1400, knapp 80. Und wir haben Crude Oil heute mit OPEC hin und her. Die Saudis sagen das, die Russen sagen das, der Iran sagt das. Und andere sagen gar nichts. Genau darum geht's jetzt. Also, das ist derzeit die Situation. Wir haben drei Narrative. Und die werden zeitnah, einige davon zumindest, auf den Prüfstand gestellt. Morgen die US-Arbeitsmarktdaten, erster Prüfstand des Konjunkturnarrativs. Dann 15. Dezember Narrativ Handelskrieg und möglicherweise nächste Woche Narrativ Fed wird uns ewig retten. Es wird spannend, meine Damen und Herren. Und ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.